So, wir kommen zu Tag 8. Heute sortiere ich aus Schalen, und zwar werde ich eine Kiste machen, und da werde ich draufschreiben, zu verschenken. Die werde ich in unseren Müllraum tun, und vielleicht holt sich ja jemand. Einmal sortiere ich diese Schale aus, die ich selber mal aus unserem Müllraum habe. Die hat irgendjemand auch dahingestellt in der Kiste, und die fand ich ganz schön. Da habe ich die mitgenommen, aber eigentlich benutze ich die nicht, beziehungsweise ich will reduzieren und lieber meine eigenen angemalten Sachen, getöpferten Sachen nutzen. Wie hier diese Schale habe ich selbst gemacht. Diese beiden Schalen habe ich jetzt nur angemalt. Ja, und da brauche ich einfach diese nicht mehr. Dann kommt noch diese weg. Die habe ich mir, glaube ich, ebenfalls mal mitgenommen. Diese beiden Schalen habe ich mal aus dem Sozialkaufhaus geholt. Die brauche ich jetzt ebenfalls nicht mehr. Die habe ich mir selber mal aus unserem Müllraum. Da war so eine Kiste, wie gesagt, und da habe ich die mal mitgenommen. Das sind Sachen, die habe ich selber angemalt, aber habe ebenfalls keine Verwendung mehr dafür. Diese Schale habe ich sogar mal selbst getöpfert. Soll eine Müsli-Schale sein, aber ich habe so viele Müsli-Schalen. Ich brauche keine mehr. Und vielleicht freut sich ja noch jemand drüber. Und dann noch diese Schale. Ich glaube, das war mal irgendeine Futterschale von irgendeinem Haustier. Die kann jetzt auch weg. Ja, und das war mein Tag 8. Wie gesagt, das werde ich jetzt in eine Kiste zu verschenken, in unseren Müllraum stellen. Und ja, dann hoffe ich, dass es sich jemand holt. Ansonsten habe ich es ja auch noch an der Packe. Mal gucken. Das war Tag 8.